Grüße von der Marswiese in Wien. Ich bin gerade dabei und heute geht es auf die vierte Etappe von Wien rundum und um. Wir starten hier bei der Marswiese, gehen an über den Hanselteich, den Schottenhof und schließlich und endlich werden wir ankommen bei dem Feuerwachensteinhof, wo die vierte Etappe endet. Und da nehme ich euch einfach einmal wieder mit. Es geht da gleich sehr schön in den Wald hinein. Nicht ganz einsam und nicht nur als Wanderweg, da kommen einem auch Mountainbiker entgegen, aber das ist da ganz eine ruhige und wirklich hübsche Gegend. Ein kleines Flüsschen ist rechts neben uns und da geht es leicht bergan, nachdem wir die dritte Etappe ja praktisch die ganze Zeit über nur leicht bergab gehabt hat, ist jetzt die vierte Etappe wieder leicht ansteigend. Aber das ist alles kein Problem. Es ist kein Geheimnis, dass ich diese 24 Etappen, die der Wien rundum und um insgesamt hat, nicht in 24 verschiedenen Tagen begangen bin, sondern wir haben das eigentlich so in Angriff genommen, dass wir mehrere Etappen zusammengelegt haben. Und das Wichtigste ist, dass wir uns halt einfach jeweils eine tagfüllende Aktivität ausgesucht haben. Das heißt, wir werden heute sowohl die erste, zweite, dritte, jetzt auch die vierte und dann noch die fünfte Etappe an einem Tag absolvieren, sodass wir insgesamt von Nussdorf in Wien bis nach Hütteldorf weg bzw. hinkommen. Diese vierte Etappe vom Ring Wien rundum und um, die ist eigentlich vom Beginn weg gleich einmal die schönste. Das heißt, dass man sofort im Grünen, sofort hört man nicht mehr allzu viel von der Straße. Es ist natürlich schon halt komplett ruhig, das ist aber irgendwie eh klar. Aber es ist ein ganz toller Wald. Und es ist ja nicht einmal wirklich eine Forststraße, sondern es ist da mehr oder weniger erdig, aber nicht unangenehm, also auch nicht zu feucht. Das ist eigentlich sofort ein bisschen das Wanderfeeling dabei. Das, was auf den anderen Etappen zum Teil halt ein bisschen ein Problem ist, ist da überhaupt nicht so. Also gerade wenn man den Wien rundum und um einmal losgeht und dann einmal auf der Donaupromenade entlang schlurft, dann kann sich das einfach mit dem hier nicht wirklich messen. Da hinter mir kann man eventuell den Teich, den Hanselteich, durch den Wald schimmern sehen. Hat man auf der Strecke fast gar nicht zu Gesicht bekommen. Und da ist jetzt ein bisschen gatschiger. Also da drückt es aus der Gegend deutlich mehr weg. Da hat man zwar versucht nachzuhelfen, indem man ein bisschen ein Vlies hinein getan hat und ein bisschen ein paar Äste eingelegt hat. Aber da drückt es halt doch deutlich mehr Wasser von nachher aus. Und da nach dem Hanselteich ist zum ersten Mal eine Stelle, wo ich die Markierung nicht gleich gesehen habe. Die ist hier auf dem Baum versteckt. Das heißt, es geht wirklich einfach geradeaus weiter. Wenn man sie allerdings vorher auf der Karte kundig gemacht hat, dann ist das natürlich gar kein Problem. Dann hat man das eigentlich schon geahnt, dass nur mehr da in die Richtung weitergehen kann. Da stehen sie jetzt einem, oder vielmehr, da liegen sich jetzt einem unerwartete Hindernisse in den Weg. Aber zum Glück nicht so, dass man nicht vorbeikommt. Das ist eigentlich von dem gesamten Rundum und um bis jetzt aus meiner Sicht der schönste Abschnitt. Es ist zwar so, dass man die Straße hört, aber es hat einfach den natürlichsten Charakter. Es ist auch einfach
der Untergrund am bequemsten zu begehen. Das ist da alles ein bisschen nachgebend und nicht so ein grober Schotter oder halt einfach eine sehr stark verdichtete Forststraße. Und das macht die Geschichte schon wirklich sehr nett im Vergleich. Da am Weg in Richtung Schottenhof ist es jetzt ein richtig cooler Abschnitt. Es ist jetzt die Straße ein bisschen weiter entfernt. Daneben ist ein kleiner Bachlauf und es ist wirklich keine Menschenseele da. Also der Wegverlauf, der ist jetzt richtig naturnah. Da hat man das Gefühl vom Wandern, so wie man sich das vorstellt. Kein Asphalt, kein Wirbel, kein Kindergekäfer, kein Hundegebell, wenig Autogedröhne. So lässt man sich das gefallen. Es gibt da erstaunlich viel Wasser in der Gegend und auch jede Menge Sohlen von den Wildschweinen. Das heißt, da würde es einem nicht wundern, wenn man zu einer unüblichen Zeit unterwegs ist, dass man mal eine Wildschweinbegegnung hat. Aber für alle, die davor irgendwie großen Respekt haben, sei gesagt, es wird am zweiten Tag praktisch eine Selbstverständlichkeit sein, wenn es dann nämlich in den Lainzer Tiergarten geht. Also das ist ein Gebiet, in dem ist die Wildschweinpopulation extrem groß, dadurch, dass das umzäunt ist. Und da werden uns ganz sicher welche begegnen. Und die werden wir auch ganz sicher auf der Kamera zu sehen kriegen. Hier recht gut in Hörweite von der Straße führt einen der Rundumadundern auch diese zu. Das heißt, wir gehen da einmal in Richtung der Straße hinaus und schauen einmal, was sich da so tut. Ich fürchte fast, dass wir da wirklich ganz da vorne. Aha, doch nicht ganz, zum Glück haben wir ein Schild, das führt uns da wieder hinein. Sehr günstig. Ja, sonst hätten wir jetzt Asphalt treten müssen, das wäre ja langweilig gewesen. Wir nähern uns jetzt dem Schottenhof. Das wäre vom Wegverlauf und auch von der Wegbeschaffenheit sehr hübsch. Aber da ist halt natürlich angesichts des Autoverkehrs relativ unlustig. Da hat man wirklich praktisch durchgehend Autoverkehr und wird sehr froh sein, wenn wir vorne beim Schottenhof dann ziemlich scharf nach links abzweigen dürfen. Es gibt da abweichende Wegweiser. Da ist einmal ein Rundumadum der anderen Art. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Schottenhof. So, wie vorhin angekündigt, zweigt der Weg jetzt beim Schottenhof nach links hinein in den Wald ab und damit auch direkt weg von der Straße. Und das haben wir jetzt schon beide sehr herbeigesehen. Jetzt sind wir da im Anstieg zur Kreuzeichenwiese. Und das ist jetzt zwar bergauf, aber recht gemütlich. Das heißt, der Weg vermeidet die Tiere dies immer und macht ein bisschen eine Ausholbewegung in Richtung Westen. Und damit hat man eigentlich keinen sehr steilen Anstieg mehr. Das ist jetzt für die vierte Etappe allein gesehen natürlich unbedeutend, weil da wären wir noch nicht sehr lange unterwegs. Wenn man das allerdings so macht wie hier, dass man halt an einem Tag mehrere Etappen macht, dann ist man da über die Wegführung schon ganz dankbar. Und was jetzt auch auffällt, ist, dass sobald man also wirklich diese 200-300 Meter von der Straße weg ist, da hört man nichts mehr und da sieht man niemanden. Und schön ist das wieder das schöne Wandererlebnis, von dem man kaum glauben kann, dass man das auch wirklich innerhalb der Grenzen der Großstadt noch haben kann. Wenn ich da umdrehe, also das ist so ein Buchenwald, richtig hoch und schön saftig grün alles. Es ist wirklich ganz entspannend. Und wenn man da hinten schaut, man kommt jetzt durch den Wald zu erahnen, eine Anhöhe ins Bild und auf dem Höhenzug da drüben müsste die Jubiläumswarte drauf sein. Gibt es jetzt ein schönes Bankerl zum Rasten und da geht es jetzt wieder auf einem Steiglein in den Wald hinein und da vorne ist die Kreuzeichenwiese. Eine schöne Kuppe
und ein freies Wiesel mit ein paar Ankerl und einem Picknicktischerl. Das ist da jetzt eigentlich fast schon der letzte Anstieg, den wir zu bewältigen haben. Und das ist da ein sehr hübscher Platz. Sind noch mal anders Leute, aber nicht viel. Ist wirklich nicht überrennt. Und da werden wir uns jetzt vielleicht für eine kleine Rast noch hinsetzen. Die Kreuzeichenwiese ist eigentlich wirklich ein sehr, sehr schöner Platz da. Da ist es erstaunlich ruhig, selbst wenn da noch etwas sind. Da ist jeder ganz tief entspannt. Oh, Hängematte hängt da, so ja geeignete Bäume dafür. Das ist nochmal echtes Highlight da. Die Kreuzeichenwiese hier auf der vierten Etappe des Wien rundum und um Wanderwegs, die hat eigentlich nichts mit der Kreuzeiche auf der zweiten Etappe zu tun. Das heißt, das ist ein anderes Kreuz und eine andere Eiche, offensichtlich. Und da ist man jetzt von der Kuppe, auf der die Wiese liegt, ganz unbedeutend abgestiegen und bewegt sich jetzt auf einen ganz flachen Rücken. Da ist jetzt auch noch mal herrlich kühl mit einer schönen Brise. Da merkt man, dass der Wind nicht von der Stadt her weht, sondern vom Land her. Und man doch eben um diese entscheidenden 250 Meter weiter oben ist. Und obwohl es jetzt ja, inzwischen gegen 16 Uhr zugeht, also ist jetzt 15.45 Uhr, hat man es dann auch sehr, sehr angenehm. Jetzt, wo wir da von der Kreuzeichenwiese herausgekommen sind, da leisten wir uns jetzt einen kurzen Abstecher, weil wir haben da vorne die Möglichkeit, noch einmal die Jubiläumswarte zu sehen. Und nachdem ich da noch nie war, als Nicht-Wiener, nicht unbedingt eine Schande, da haben wir gedacht, könnten wir mal vorbeischauen. Das sind nur 100 Meter, wenn überhaupt. Da ist die Wiener Waldschule. Und das MA 49 Forstamt. Also, die haben wir auch gar nicht gesehen. Genau. Die hätten wir gesucht. Die hätten wir dann vielleicht noch gesucht. Auch. Da hinter mir die Jubiläumswarte. Im Jahre 1899 wurde an dieser Stelle die Jubiläumswarte erbaut. Die Baufähigkeit gesperrt werden. Und da sind wir froh, dass die renoviert hat. Was machen wir? Ich bin Imki. Efendim, was ist denn das? Efendim. Also die Jubiläumswarte, die war wirklich eine Reise wert. Also die Mühen des Aufstiegs sind im Vergleich zum Ausblick wirklich nicht der Rede wert. Man kann das wirklich genießen, war sehr, sehr schön oben. Natürlich ist man nicht allein, das ist ja ganz klar. Aber der Abstecher vom
Wiener Rundumadum Wanderweg, der lohnt sich da in dem Fall wirklich. Und für uns geht es jetzt in Richtung der Feuerwache Steinhof auf dieser vierten Etappe. Jetzt einfach wieder weiter in den Wald hinein. Im Abstieg von der Jubiläumswache kommt man jetzt an einen schönen kleinen Teich vorbei. Das ist ein sehr idyllisches Platzerlach, aber das wissen andere auch. Und da ist man jetzt bei weitem nicht mehr allein. Wir haben jetzt das Ziel der vierten Etappe von Wien rund um den Wanderweg erreicht, nämlich da vorne kommt für mich in Sicht und für euch demnächst ins Bild die Feuerwache Steinhof. Das ist ein ganz markantes Gebäude, das da aus dem Wald heraus auftaucht und wo auch der Autobus herfährt. Und da endet jetzt die vierte Etappe des Wien rund um den Wegs. Ja, da ist ein sehr schönes Bankerl mit einem Tischerl, wo ich mich jetzt einmal ganz kurz hinsetzen werde zu einem Fazit. Das ist bis jetzt von den Etappen des Wien rund um den mit Abstand die schönste. Da ist eigentlich fast alles nur auf Erd- und Schotterwegen und eigentlich ganz großartig gemacht, auch gut markiert, hat mit der Kreuzeichenwiese und der Jubiläumswarte eigentlich auch wirklich schöne Highlights. Ja, und damit verabschiede ich mich von der vierten Etappe des Wiener Rundumadum. Ich bin fort dabei. Es geht weiter auf der fünften Etappe hoffentlich, oder vielleicht sieht man sie auch mal auf einer anderen Tour. An dieser Stelle nicht beirren lassen. Ja, genau, richtig. Es geht dann zum Dänepark. Bei diesem Türl da verlassen wir jetzt die Steinhofgründe. Wir erreichen da vorne auch wieder eine der zahlreichen Wasserstellen. Das ist doch ein herrlicher, entspannender Blick.